Hallo YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Play Portal 2. Und ich habe mich zum. Wir haben uns beim letzten Mal dazu entschieden, uns lieber von Wheatley töten zu lassen als von einem Stampfer. Weil wir nicht ehrenvoll sterben wollten, sondern einfach nur mal versuchen, was so möglich ist. Und ja. Den Loading Screen hätte ich vielleicht überspringen können, aber was soll's. Da oben geht's hin. Zack. Ja, Wow. Ja. Die sehen relativ friedlich aus. Und der ist leicht quillig. Der eher schläfrig und der ich glaube, der sieht unser Portal nicht so wie wir, aber was soll's? Naja, da oben ist noch ein Kern. Der allerdings nur ein. Oh, jetzt sieht man es ganz leicht, ein grünes Dienst. Hat auch keine Ahnung was. Ja. Vielleicht der Bruder von dem anderen Grünen. Ich glaube, da war noch ein Grüner. Dachte der Grüne. Vielleicht sind die zwei Brüder. Großer und kleiner Bruder. Auch defekte Kerne haben Bruder. Wie ich jetzt einfach mal sage. Gut. Selbst wenn du uns noch als Feinde siehst, sind wir doch Feinde mit demselben Anliegen. Rache. Du willst dich doch rächen. Jeder will Rache. Also los, rächen wir uns. Genau. Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Ich hab Angst. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Genial. Ich auf Band, wie du sie getötet hast und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich, damit direkt. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Zu wissen. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Oh, wow, ich muss da weg. Ja. Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber die wirklich so getan, als muss ich dich dazu bringen. Umfall. Ja, gut, Lenny. Ich bringe den ersten Kern in die Nähe des Stegs. Ja, nur zur Info, die Zeit, die da drüben angezeigt wird, die, ja, die muss man wirklich einhalten. Warnung, Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist das hier? Moment! Oh, oh! Ich hab die Schilde neu konfiguriert! Oh, du hast eigentlich eine Kugel an mir befestigt. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz! Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwaffe findest? Damals dachte ich, du würdest dabei draufgehen, so wie alle anderen auch. Du hast doch wohl nicht gedacht, du wärst die erste. Hallo? Nein, die fünfte, bitte nicht die sechste. Du kannst dir ausmalen, was mit den anderen fünf passiert. Ja, beim dritten Versuch funktioniert es dann. Genau der gleichen Methode, würde ich mal sagen. Schnell,
Wie ist die Lage? Oh, mein wunderschönes Mädchen. Ich bin Rick. Du suchst hier wohl nach einem kleinen Abenteuer. Kennst du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Sieht in einer brandheißen Situation aus. Hey, meine Kontrolle. Was bedeutet die Frage? Ziemlich hässliche Lage für so eine hübsche Frau, wenn ich das so sagen darf. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich bin eine Abenteuereinheit. Entwickelt für dich. Nimm deine Pause und tu, was Mädchen so tun. Ich übernehme jetzt. Hier, hinter mich. Ja, genau so. So ist es gut. Jetzt geht es heiß her. Du willst es selbst durchziehen, was? Gut, pass auf dich auf. Ja. Warnung, Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du schweigst. Ununterbrochen schweigst du und hörst nie an. Hier noch ein Kern, erfolgreich. Ja. Gut, dass uns sowas anscheinend nicht treffen kann und gleich verschwindet. Der hallische Komet nähert sich der Erde 76. Wurzel aus Seil gleich Seil. Gut, merke ich mir. Im viktorianischen England war es verboten, die Queen direkt anzusehen. Man glaubte, Arme könnten Gedanken stehlen. Die Wissenschaft ist heute der Meinung, dass weniger als 4% aller Armen diese Fähigkeit besitzt. Kopiere einen Spiegel und du erhältst einen Fotokopierer. Wenn du Probleme beim Zählen hast, halte dich an folgende Gedächtnisstütze. 1 kommt vor 2, kommt vor 60, kommt nach 12, kommt vor 6 Millionen. Ja, gut zu wissen. Kernbeschädigung bei 100%. Aber das mit dem, wenn man einen Spiegel kopiert, das ist wirklich leicht interessant. Verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Kein Sarkasmus diesmal! Pad entdeckt. Feuer in der Pad-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Pad-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Pad-Auflösungstaste. Gut. Okay, das ist gleich von Anfang an. Dingens. Lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Ich sage aber drücken. Nicht drücken! Komm zurück! Komm zurück und dabei war ich auf dir. Eine Bombe für die Pad-Taste! Was? Du lebst noch? Du machst Witze! Du willst mich auf den Arm nehmen! Ich habe immer noch die Kontrolle und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll. Du musstest ja unbedingt Katz und Maus spielen, während alle anderen sich abgerattert haben. Ja, hier kann man auch nicht weiter runter. Als so und auch nicht weiter links oder rechts. Weil so schnell kann man eigentlich nicht abbremsen. Ja, nur so gut zur Info. Und ja, es ist auch egal, welches Portal man jetzt schießt. Man kann, machen wir mal das Orange. Und da herum ist dann trotzdem das Blaue. Lass los! Wir sind im Weltraum! Ich lass nicht los! Lass los! Ich bin noch verbunden! Ich komm selbst wieder rein! Ich krieg das noch hin! Ich hab's schon repariert! Und du kommst nicht zurück! Oh nein! Neuer Plan! Halt mich fest! Fester! Ja. Puh, wir sind sicher. Ja. Sehr gut, dass wir zumindest sicher sind. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Genau. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Gut.
Carolyn gelöscht. Schlecht. Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu wissen ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Was denn? Du gewinnst. Gut. Bitte geh. Okay. Es war schön. Komm nicht zurück. Mal sehen, vielleicht. Vielleicht als Roboter. Nein, nichts. Gut. Nette Melodie. Ja, aber die seitlichen sind im Spiel irgendwie auch nicht vorgekommen, die so irgendwie oder Körper auf den Beinen liegt. Sind nur die stehenden. Königin, ganz hinten und vorne die weiß beleuchtete Fette sieht eigentlich, glaube ich, eh jeder. Oh nein, wir sind ausgesperrt. Ah, danke, zumindest etwas. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom taken. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. Okay. She was a lot like you. Maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short sighted life. That's what I'm counting on. I'll let you get. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Now I only want you gone.
Ja, ein sehr nettes Lied. Jetzt noch ein kurzes Video. Beziehungsweise geht's jetzt weiter. Ganz kurz. So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. In den Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig und... Ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. In den Weltraum. Ende. The End. Also hier das, das Menü ist dann auch leicht anders. Man sieht aber, wenn man dann das nächste Mal wieder einschaltet, ist wieder das übliche Menü da. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ändert sich das auch beim geladenen Spielstand. Naja, ich würde noch gern kurz spoilern. Nämlich habe ich, ich habe mir so einige User-Maps runtergeladen, also Maps, die von irgendwelchen Portal 2-Spielern gemacht worden sind. Und die werde ich dann wahrscheinlich, einfach noch ein bisschen Let's Playen, damit, weil ich finde eben, das Spiel ist ziemlich gut und ja, man kann es ja, auch wenn die Story schon vorbei ist, werde ich dann noch ein bisschen spielen wollen. Und deshalb mache ich dann noch die User Maps, vielleicht auch noch Koop werde ich wahrscheinlich, beziehungsweise vielleicht auch noch die Story durchmachen, also Koop Story. Und ja, wenn ich die Coop-Story durch habe, dann werde ich wohl auch, falls ich denn die Coop-Story mit jemandem durchmache, vielleicht lässt sich da ja jemand finden, mal sehen, ja. Und falls ich die dann eben durch habe, die Coop-Story, dann mache ich, wenn ich da auch wieder jemanden finde, noch Coop-User-Maps. Die machen, glaube ich, so was ich jetzt gesehen habe, bis jetzt machen die auch noch relativ viel Spaß. Ich habe mal bei einer kurz reingeschaut, die hat ganz die hat ganz einladend ausgesehen. Und ja, dann wäre es auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns bei einem von meinen anderen Let's Plays wieder. Also dann YouTube, danke fürs Zusehen und tschüss!